If there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Naja, das hängt ein bisschen davon ab. Natürlich, wenn es irgendwas mit Geistern zu tun hat, dann rufe ich die Ghostbusters an. Wenn es vielleicht irgendetwas mit Drogen oder Anwaltsjobs zu tun hat, dann gibt es jemanden, den man besser anrufen kann, nämlich Saul Goodman. In der Spin-off-Serie zu Breaking Bad ist ja mittlerweile eigentlich schon vor einiger Zeit in Deutschland auch die zweite Staffel von Sony als DVD und Blu-ray erschienen und die Blu-ray dabei auch in einer exklusiven limitierten Steelbook-Auflage. Und die habe ich mir jetzt bei einem Sonderangebot von Amazon besorgt und möchte ich euch jetzt etwas näher vorstellen. Wie auch die erste Staffel bereits, gibt es bei diesem Steelbook ein Backcoverblatt aus Papier, das einfach hier hinten am Steelbook ist, was allerdings bei der zweiten Staffel komplett anders gemacht wurde als bei der ersten. Gleich ist der Teil, der hier oben ist, beziehungsweise der Teil von diesem Backcoverflyer, der oben auf das Steelbook drüber lappt. Der untere Teil ist allerdings bei der zweiten Staffel komplett neu. Das hat meines Erachtens nach den großen Nachteil, dass man die Box, das Steelbook von der ersten Staffel ganz einfach aufmachen konnte, ohne irgendwie kompliziert dieses Teil abknebeln zu müssen, was jetzt bei der zweiten Staffel nicht mehr geht. Hier haben wir jetzt einen runden Klebepunkt oben und unten, sodass wir den hier zuerst einmal entfernen müssen, bevor wir überhaupt erst Zugang zum eigentlichen Steelbook bekommen. Ist jetzt nicht wirklich ein großes Problem, solange man sich da wirklich Mühe gibt und nichts kaputt macht. Anyways, wir haben hier noch auf dem eigentlichen Backcover, dann auch für diejenigen, die sich dafür interessieren, die Liste des eigentlichen Bonusmaterials, das da drauf ist und die ganzen technischen Details. Aber natürlich sind wir alle hier, um uns das eigentliche Steelbook anzuschauen. Und das ist sauschier. Es tut mir wirklich wahnsinnig leid, wie ich das Cover-Artwork von dem Steelbook das erste Mal gesehen habe, habe ich mir gedacht, also ganz ehrlich, Sony, tickt ihr noch richtig? Weil ich muss wieder zum Vergleich das Steelbook zur ersten Staffel holen. Fällt euch da irgendetwas auf? Das zweite Staffel-Steelbook ist einfach nur ein schwarz-weiß Foto von Saul Goodman in der Wüste und das Cover von der ersten Staffel ist ein wunderschön gezeichnetes Artwork. Das passt eben grundsätzlich überhaupt nicht zueinander. Abgesehen davon, dass wir wie von Sony mehr oder weniger mittlerweile schon gewohnt einen sehr schön einheitlichen Spine haben, wo auf beiden Staffeln natürlich der Titel steht, aber nicht welche Staffel es ist. Das finde ich irgendwie relativ strange, warum Sony bei Serien wie House of Cards oder eben auch Better Call Saul darauf verzichtet. Dann haben wir das Einzige, was die zweite Staffel besser macht als die erste, zeige ich euch gleich, ist einerseits die Tatsache von einem durchgehenden Front- und Backcover-Motiv. Dafür hatte die erste Staffel auch hinten ein wunderschön gezeichnetes Motiv. Gehen wir jetzt einmal, einfach vergessen wir den Teil, dass außerdem das Steelbook von der ersten Staffel im Full-Gloss-Finish ist und das der zweiten Staffel in Mattem-Finish. Kommen wir eigentlich drauf, dass die Steelbooks von den ersten beiden Staffeln von Better Call Saul nichts miteinander zu tun haben. Wenn das Ganze so weitergeht bei Sony, ganz ehrlich, dann glaube ich, die dritte Staffel kommt in einem Digipack, auf dem einfach vorne Steelbook draufsteht. Irgendwie passt das alles überhaupt nicht zusammen und ich finde es ja persönlich gerade eben als Fan einheitlich gestalteter Reihen und Serien extrem schade, dass man sich hier einerseits bei der ersten Staffel extrem viel Mühe bei der Gestaltung gegeben hat und meines Erachtens nach bei der zweiten Staffel überhaupt nicht. Das durchgehende Artwork vom Front- und Backcover ist zwar etwas, das ich grundsätzlich recht fein finde, wobei hier eigentlich das Backcover so ziemlich ungenützt bleibt und man einfach nur den Serientitel drauf geknallt hat. Offensichtlich, weil ihnen im Gegensatz zum ersten Staffel-Steelbook hier nichts Neues und Eigenes mehr eingefallen ist. Warum man nicht im Stil vom ersten Staffel-Steelbook auch hier ein gezeichnetes Motiv anbietet oder irgendwie auch nur ansatzweise zu einem einzigen Millimeter den metallischen Steelbook-Effekt nützt, das ist etwas, das werde ich unter Garantie nie verstehen. Drinnen bekommen wir dann wie gewohnt die Staffel auf insgesamt diesmal 4 Discs verteilt, davon 3
Discs mit der Serie und eine Bonus-Disc. Außerdem gibt's hier ein Innenartwork, wo man witzigerweise, zumindest schaut das für mich jetzt auf den ersten Blick so aus, den Stil vom Season 1 Steelbook ansatzweise beibehalten hat. Ich muss jetzt auch hier noch einmal ganz schnell auf das Season 1 Steelbook wechseln. Ja, ich meine, abgesehen davon, dass die Season 2 jetzt eine Disc mehr hat, egal, haben wir hier ein gezeichnetes Innenartwork mit reihenweise Autos und Zigaretten. Hier bei der zweiten Staffel bekommen wir dann ein meines Erachtens nach ebenfalls gezeichnetes oder zumindest mit entsprechenden Effekten belegtes Bild von eben diesem Charakter, der hier an der Wand anlehnt. Sehr schön gemacht, eben mit dem Red, White and Blue im Hintergrund, mit dem Gehsteig und natürlich auch, was hier sehr, sehr fein durchkommt, finde ich, ist der metallische Steelbook-Effekt. Also innen bin ich wirklich der Meinung, dass das ein richtig schickes, richtig cool gelungenes Steelbook ist, wo ich es leider einfach nicht verstehen kann, wieso man sich hier, ich sage jetzt einfach einmal frech, Mühe gegeben hat und beim Rest von diesem Release überhaupt nicht. Das würde ich echt gerne verstehen, weil so kann ich insgesamt mit dem Steelbook einfach nicht zufrieden sein, weil ich der Meinung bin, es ginge um noch so viel besser. Hätte man sich eben darauf konzentriert, das Steelbook so zu gestalten wie das der ersten Staffel, hätte man geschaut, hier auch außen ein bisschen Wert auf Einheitlichkeit zu legen, hätte man grundsätzlich vielleicht zumindest ein Artwork genommen, das nicht so langweilig ist, wäre ich im Endeffekt wesentlich zufriedener. Aber das, liebe Leute von Sony, ist in meinen Augen gar nichts.